Hallo da draußen, liebe Zuschauer, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Wildlands. Mit dabei der gute Felix und der Happy Tau. Hi. Tau. Moin moin. Moin. So, Leute, letzte Mission habt ihr vielleicht mitbekommen, war ganz cool. Haben wir da drüben dieses Boot in die Luft gesprengt oder was? Naja, das Hausboot, keine Ahnung. Als heutige Mission, was suchen wir jetzt denn da aus? Hier. Nebeneinsatzverstärkung. Lass mal gleich mal ein bisschen rumballern. Die Markierung seht ihr? Ja, B. Wunderbar. Ja, hallo, Passagier. Bei mir mag ich mag gerade noch nicht einsteigen. Hallo! Was ist da los mit dir? Ah, jetzt. Okay, danke. Ich verstehe nicht, wie eine gebildete Frau wie La Gringa. Ich meine. So. Was können wir denn noch machen? Wir haben ja schon einige ausgeschaltet, oder ich zumindest. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen in Okoro Haupteinsätze machen. Die scheinen auch nicht so schwer. Und da gibt es noch einiges an Waffenkisten, die ich sammeln kann. Und Zubehörkisten. Wobei auch hier irgendwie... Der Taste ist abgewählt. Oh, Entschuldigung. I'm sorry. Ja, ein paar habe ich tatsächlich auch schon ausgeschaltet. Na, wir kriegen gleich Stress, wenn du nicht runtergehst. Ne, ich will hier oben lang. Okay. Da haben sie auch nicht, ich ja gerade erschossen. Ihr Leutnant verpisst sich. Was? Okay, dann ein bisschen mehr schneller rein hier. Oh, fuck. Direkt in den Felsen steht noch einer. Da hat mich auch. Mann am Boden, Mann am Boden. Oh shit, warum sind da so viele? Ja, zwei kommen den Felsen hoch. Granate fliegt, nehmt das. Innerlich hockt genau oh, an meiner Oh fuck, Reise. No. Na gut, das waren viel zu viele auf einmal. Ich bin leider auch tot. Warum das denn? Ja, ihr seid beide vor mir gestorben, jetzt tut man nicht so. Ich habe mich voll auf dich verlassen. Ja, ich habe alle Granaten geschmissen, die ich hatte. Ja, das hat auch nicht geholfen. Also noch mehr Granaten skillen. Ja, und vielleicht nicht mit dem Helikopter mittendrin landen. Das fehlt noch der Skill Granatenteppich, ne? Ja. Wobei, wir haben ja einen Mörser. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch Mörser. Ja, wo sind wir denn? Ah, wir sind immer noch daneben. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal, klettern wir mal da hoch. Ja, klettern ja nie. Also, wir müssen ihn einschüchtern, ja? Ja. Zweites Ziel da drüben. Sehe einen dritten. Wirklich viel erkennt meine Drohne hier noch nicht. Ich schneide hier draußen ein bisschen rum auf dem Felsen und versuche diesen einen Typen zu finden. Den Typen, den wir einschüchtern müssen, der ist schon markiert, ne? Ja, ist gut. Ich bin hier noch auf der Suche nach irgendeinem Typen, der rumrennt. Ah, okay. Ah, da steht er. Nice. Danke fürs Markieren. Ja. Jo, jo. Danke, danke. Nelly. Ist nicht getroffen, ne? Auf den TC. Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Nein, der versucht zu fliehen. Ich hab ihn doch in der Hand. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Einschüchtern. Geht.
Schon angeschüttet, ja? Es gibt Feuer, es gibt Schwefel und es gibt mich. Ich bin kurz davor, dich abzufackeln und deine Asche in der Gegend zu verstreuen. Ich verschone dich, aber nicht aus reiner Herzensgüte. Ich verschone dich, weil deine Freunde wissen sollen, dass die Apokalypse kommt. Verstärkung, Jungs. Schlechter Tag, ein Sikario zu sein. Guter Tag für die Rebellen. Die werden's lieben. So, wir haben die Mission geschafft, da kannst du jetzt so deinen Granatenteppich machen. Granate fliegt. Ein Drecksack weniger. Die bewegen sich zu unserer letzten Position. Ja, das war's. Oh, jetzt habe ich die falsche Waffe. Nein, die Waffe wollte ich doch gar nicht. Einer schleicht noch vorm Haus. Kommen wir dazu, Zeug. Ah, ich hab die blöde MPX aufgedammelt. Hab einen erwischt. Wo B sich versteckt, schnell ich da hin. Okay. Die MPX ist gar nicht schlecht. Da sitzt der Typ da hinten links von seinem Baum oder was? Ja, das sieht so aus. Tango Nummer 3. Muss meine Waffe wieder zurückholen. Schauen wir den Typen im Baum an. Ah, hinterm Baum sitzt er, ja. Sehen. Tango ist tot. Oh, hab mich entdeckt. Ist aber gut aufgeräumt. So, die nächste Mission fand ich ganz cool, und zwar hätte ich gerne wieder Waffenteile. Muss ein Stück fahren, anderes Gebiet, aber warum auch nicht. Ich muss mal kurz meine Granaten wieder auffüllen. Nur ja. Nicht ab. Moment, ich fahre. alles gut. Ich überfahre nee, die Panzersperre verstecken. Ja. So, 3,3 Kilometer mit dem Ralf, das wird ein Spaß. Mal sehen, ob ein Auto reicht. Ach, das sieht doch gut aus. Ja, ist das von der Straße oder ist das Wasser? Straße. Kein Sinn. Ansonsten würden da gerade Zivilisten übers Wasser laufen. Ja, Jesus. Jesus. Ja, davon gibt's aber, die sind ja sehr gläubig hier, die Leute, ne? Also könnte schon sein, dass da irgendwelche außergewöhnlichen Menschen mit dabei sind, die Fähigkeiten haben. Oder Bugs. Ups. Sorry, wir beim Kumpel. Wir fahren da einfach durch, ne? Ich mach da gar nichts. Ja, ist die Karre eigentlich so kaputt? Das war die, wo die Rebellen ankamen. Rebellen sag ich schon. Achso, da ja, ja. Auf die Karre haben wir die Granaten geschmissen. Oh, Alter, das ist aber Aquaplaning hier, du. Wasser auf der Straße von Feinden. Mhm. Sieht aber schön aus, muss man im Game lassen. Ja, würde ja oh Gott, beinahe. Würde man mehr sehen. So, wollen wir einen Helikopter? Ja. Wie packt man am besten ein? Okay. Nehmen wir einfach einen Heli, oder? Wer will fliegen? Ja, ich mach schon. Das war fast ein bisschen knapp. Ich hätte gesagt, es wäre gekonnt. Ja, es ist so eine Mischung aus beidem. So ein bisschen Action und ein bisschen ausprobieren. Mal gucken. Hallo oder was machen wir? Weiß noch nicht, wie stark besetzt die Base ist. Doch, die ist doch ganz gut besetzt. Da wäre ein Reinsprung nicht ganz so vorteilhaft, glaube ich. Dann laden wir uns.
Oh, da drüben ist wieder jetzt explodiert. Wo landen wir denn am schlauesten? Da. Direkt im Wasser. Habt ihr die Mission hier drinnen schon gemacht? Sorry. Ui, ich bin fast abgesprungen. Nein, haben wir nicht. Ciao, Eddie. Ah, da steht sogar. Ja gut, dann nehmen wir doch die Mission, oder? Ja. Es sind sogar zwei hier bei mir. Ja, was sind's da hier? Eins, zwei, drei. Ich habe da fünf Missionen drin. Das ja, ist zerstöre, Gucker. Das Kartell genau. Und da musst du mehrere Felder bloß zerstören. Okay. Schalten Sie das Labor aus. Hey, Kartellschütze, beim Container. Ich sehe ein fünftes Ziel. Wollen wir erst die Base clearen? Wäre, glaube ich, sinnvoll, ne? Ja, klingt eigentlich vernünftig, oder? Ziel getroffen. Peter hat einen Charlie vergessen. Ich sehe eine Kartell. Was? Nee, bei mir ist er raus. Also vom Geräuschpegel her nicht. Okay. Warum sind die denn schon so aggro auf uns? Weil einer von den Gegnern geschossen hat gerade. Oh shit. Alarm, was machen wir? Peter hilft ja nur noch Granatenflug. Okay. Granate fliegt, nehmt das. Das rennt hier gerade total gechillt in die Gegend, warum auch immer. So, Alarm ist aus. Wie habe ich denn diesen chilligen Gang hier gerade eingestellt? Das sieht sehr lustig aus. Vielleicht ist ein DLC. Chillgang. Was nicht? X. Mit X schleicht er mehr oder weniger. Also geht ganz gechillt durch die Gegend. Hast du die Waffe vielleicht weggepackt? Nee. Das sah einfach nur mega cool aus dabei. Oh, die schießen aus dem Gebäude raus. Granaten schmeißen sie auf. Ja. Oh, da ist noch einer. Hui. So weit, so gut. Okay, der drüber. Tür zu. Granate, Vorsicht, hängt euch. Ja. Einer weniger. Ein Unidad von... Oh shit. Scheiß drauf. Was ist der Plan? Was? Okay. Heransage. Bei mir sind dann zwei Gegenstände, die man markieren kann. Wow, da ist einer drin. Wo oben oder was? Im ersten Stock? Nee, ganz auf dem Dach. Okay. Ganz tiefer. Cool, da schießt um die Ecke, der Penner. Shit, Mann am Boden. Ich hab's als Videobeweis. Er schießt um die Ecke. Aber mich hat auch gerade irgendjemand gespottet durch die Wand, aber es kann sein, dass es das Fenster hier war. Bei mir hast du es richtig gesehen, die Munition ist bis an die Wand und dann im 90 Grad Winkel weitergeflogen.
Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Also okay. Zwei Leute an meiner Position, Kamera einer weniger. Boden. Oh, Heli. Ah ja, das passt, Heli. Ah, der Zug. Was ist jetzt hier alles los, ey? Gott verdammt. Oh, jo. Der Tango ist tot. Der steht direkt vor mir. Wir haben Verluste. Instant. Drin sind zwei, drei. Direkt neben meiner Leiche oder neben meinem Down-Tübi sind noch zwei. Genau, okay. Schüsse. Unidad greift das Kartell an. Wow, wow, wow. Markiert. Der fällt mal eh noch. Da ist jetzt gerade kein einer runter. Läuft an die Wand rein. Ich weiß aber nicht, ob das ein NPC ein Böser ist. Oder? Boah. Schau schnell die Waffenkiste. Geil, das kann ich gebrauchen. Hier weg. Unidad kommt mit Auto. Und ausgestiegen. Der Heli ist runtergegangen. Der ist noch einer. Was hat die gesagt? Habt ihr das bei euch auch gehört? Die Unidad steckt die Nase. Auch in das Arsch noch. Hinter uns ist noch einer von dem Gecko reingekommen sind. Okay. Granate fliegt. Also ich spotte, wenn die Leute mal liegen. Ja, ja. Granate fliegt. Ist doch reif, Moment. Ja, ich bin mit der Unidad noch ein bisschen beschäftigt hier. Versuche meine Position mal zu wechseln. Holy shit. Vielen Dank. Kommt zu euch. Oh. Was ist einer von uns? Keiner mehr, Leute. Okay, hier ist auf jeden Fall gute Action gerade am Start. Okay, hier ist eine sehr, sehr große Halle. Da ist ein Netz von Abflussrohren für Chemikalien. Durch die könnten wir unentdeckt in die Anlage kommen. Hast du dir keine Sorgen, wenn du ständig Chemiezeug abkriegst? Zusätzliche Körperteile haben noch keinem geschadet. Lass mal reinkommen. Wie mache ich das Ding denn an hier? Gesichtet. Musst du irgendwas Explosives drauf werfen, dann geht's kaputt. Okay. Vorsicht, Granate fliegt. Nehmt das. Jetzt habe ich keine Granate mehr. Super. Ich glaube, dem Typ mir geht's nicht so gut, ey. Tango ist tot. Der Emissario zieht besser den Kopf aus dem Arsch, sonst hat er bald kein Geschäft mehr, das er führen kann. Das ist der Plan. Hier gerade nur Licht. Greifen. Was machen wir jetzt mit der Unidad da draußen? Töten. Ich habe einen dritten okay. Tango. Und den Kopf hoch. Er ist erledigt. Geht doch. Schon wieder Nachschubfahrzeuge. Okay, was können wir als nächstes holen? Da ist noch ein Intel bei euch. Muss ich mir noch was schnappen hier? Kann ich über die Minen drüber laufen? Da, ne? Ja, ja, glaube. Glaube ich schon. Nur die AI sollte da möglichst nicht drüber laufen. Tango getroffen. Wo ist denn dieses komische Dokument hier? Ich sehe das nicht. Ist es ein Stockwerk höher oder wo ist das? Nicht so leider nicht weiterhelfen. Hab ich schon. Stockwerk höher, da müsste ein Büro sein wahrscheinlich. Ah, stimmt, da ist auch eine Treppe erzählt. Oh. Bei Unidad-Fahrzeuge. Ah, ist da. Hab's, danke. Die Waffenkiste habt ihr schon hier? Das Ziel da. Ja. Ich zähle 5. Tango ist tot. Oh, ich bin im Klo gelandet. Da war ich nicht hin. Holy shit.
Oh, Granate gebaut, Vorsicht, verworfen. Sorry. Ja. Mann am Boden. Ist okay. Nice. Oh Scheiße. Oh ja. Mhm. Kannst du ihn holen? Granate kommt. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Holy shit, Alter. So. Ah, die Granate hat gesessen, ne? Hier auf die Jungs. Auf jeden Fall. Holy shit, Alter. Das ist der Heli. Okay, den müssen wir jetzt irgendwie, den müssen wir irgendwie beseitigen. Angriffsheli ist weg. Ja, nice Job, Mann. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, gute Action gewesen in dieser Folge. Hier verabschieden wir uns mal. In der nächsten Folge gucken wir mal. Wird es bestimmt genauso weitergehen. Wir sind immer noch gesucht mit vier Streifen oder was auch immer das ist. Danke fürs dabei sein. Danke Phoenix. Danke Tau. Und dann bis zum nächsten Mal. Ghost Recon Wildlands. Ja. Action! You make this sucker shit up.